beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind endlich fertig mit dem Kalk. Was muss jetzt als nächstes rauf? Walzen, richtig. Die Walzen hatten wir bereits vorbereitet. Die stehen hier. So, Walzen 8,20 Meter. Muss wirklich noch gewalzt werden? Ja. Und darunter gedüngt, ach so, eine Düngestufe ist. Ist klar. Jetzt sag nicht, du brauchst für den letzten Meter. Was ist los? Ach, ich habe die Stellfläche angeklickt. Mann, ey. Das nervt. Okay. Und dann mache ich ihn den letzten Meter eben so. Ja, hier Stellfläche 1, weil ich da rüber zu dem anderen Trecker gegangen bin, ohne hier vorher auszusteigen. So, fertig, Feierabend. Ab nach Hause mit dir. So, ist das jetzt schon der richtige? Feld H. Richtig? Ja. Doppelt Walzen, da. So, du bist Mr. Rechts. So. Muss gewalzt werden. Alles klar. Erster Wegpunkt. Da ist er. Du fängst rechts an. Und hast Spaß. So. Und dauernd tut das Ganze 23 Minuten. Eintrag umbenennen, doppelt walzen. 23 Minuten. Danke. A wird anerkannt. Okay. Weil hier ist nichts zu sehen, der lässt den Kalk drauf. Okay. Gut. Warte, jetzt steige ich aus. Und jetzt kann ich hier rübergehen, ohne was kaputt zu machen. Was machst du hier eigentlich noch? Du kannst nach Hause fahren. Wo ist die zweite Walze hin? Die hatte ich auch schon losgeschickt. Das ist die erste Walze. Und die zweite Walze? Wo ist denn der? Da steht eine. Aber ich hatte doch einen Trecker mit der Walze losgeschickt. Wo ist der denn? Hä? Eins. Ich bin doch nicht doof. Ich habe doch extra einen Trecker losgeschickt. Mit der zweiten Walze. Der kam nämlich von hier. Der war hier fertig mit Walzen. Und deshalb habe ich ihn rübergeschickt. Und den anderen haben wir ja in der letzten Folge rübergeschickt. Nehme ich jetzt die dritte Walze. Dann würde mich aber interessieren, wo die zweite ist. Moment. Ich habe nur zwei Walzen. Dann habe ich die in letzter Folge gar nicht rübergeschickt. Okay.
Ja, man kann auch verwirrt einen Hof leiten. So. Und zwar wirst du auf Feld H doppelt Weizen machen, bist Mister Links. Du fährst zu Feld H. Da. Genau. Ich bringe dich noch zur Straße. Und von dort findest du deinen Weg alleine. Genau. Tschüss. So, was haben wir denn geschafft? Mal gucken. Mein schlauer Zettel sagt für den Oktober, da müssen wir Gras auf Feld A haben. Das ist fertig. So, der Bla bleibt alles übrig. Feld H, Gras. Da walzen wir nochmal rüber. Und dann sind auch fertig. Dann war's das. Dann kommt als nächstes der November und da haben wir nichts mehr zu tun. Gut. Das heißt, ich muss jetzt im Blick werfen, dass alles für den Monatswechsel fertig ist. Das heißt, ich gucke als erstes, ob hier voll ist. Nö, das reicht doch im Monat. Brot wird knapp. Okay. Ihr sammelt ein. Ich habe hier eine Menge Rot gesehen. Gras geht euch aus. Gras. Warum geht dir kein Gras aus? Du hast ja 15.000. Hä? Du hast ja 18.000. Ach, Silage geht euch aus. Ups. Genau. Gut. Ja, Silage haben wir erst nächsten Monat. Alles klar. Das heißt, ich kann den hier deaktivieren. Du kannst noch weitermachen und aufbrauchen. Genau. Und du kannst auch noch aufbrauchen, solange wie die Silage hält. Gut. Wer produziert das eigentlich noch Schweinefutter? Niemand. Ja, da brauche ich Kartoffeln für. Das dauert noch ein Jahr. Okay. Hier habe ich noch haufenweise Sorghumhirse. Du hast nichts. Du machst nur die Oliven und du hast Sorghumhirse. So, Silage. Glücklich. Glücklich. Hier brauche ich gar nicht gucken. Wir haben noch 600.000. Hier haben wir gerade gesehen und jetzt hier. Glück. Ne, wobei. Mist könnte ich doch machen und Saatgut. Ja, Mist und Saatgut. Ihr kriegt das Mehl, ihr kriegt den Zucker. Milch ist okay. Warte mal. Ach so, du kriegst ja Eier, Butter und Erdbeeren. Stimmt. Und das wird verteilt. So, Kalk ist klar. Ist zu wenig, um die anzuschmeißen. Molkerei. Glücklich, 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 glücklich. Alle sind sie glücklich. Super. Hier brauche ich natürlich nicht gucken. Die sind alle glücklich. Und die Zuckerfabrik ist voll. Kann sie erstmal aufbrauchen. Gut. Ah, da ist der zweite Trecker. Du brauchst noch 21 Minuten. Ich würde sagen, unser Hof ist startklar. Ich werde jetzt noch ein bisschen Mist verteilen. So. Oh, den können wir noch reparieren. Einmal eine Reparatur, bitte. Kann jeder hinten eigentlich zumachen? Nee. Oh. Zu weit weg. Na, dann machen wir ihn erstmal sauber.
Gut. Das sieht hier vorne auch noch schön. Okay, ich würde sagen, ist gut so. Jut. So. Stopp. Sieh mal rein hier. Also, reparieren. 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 Oh, Treibstoff brauchst du auch noch. Alles klar. Ganz schnell zur Tankstelle. Währenddessen können wir mal hier drüben gucken. Ah! Okay. Dann können wir hier noch düngen. Hier müssen wir dann noch düngen. Und dann sind wir in der nächsten Folge im nächsten Monat. Ich würde sagen, das Düngen können wir auf den nächsten Monat verschieben. Weil da haben wir gar nichts zu tun. Aber müssen die Tiere auffüllen. Das heißt, während ich mich dann um die Tiere kümmere, kann ich düngen lassen. So. Oder ich lasse den jetzt düngen, weil wir müssen ja eh noch 20 Minuten rumkriegen. Also. Du düngerst. Hä? Doch, das ist Dünger. Genau. Du wirst einladen. Feld A, Kurs laden, düngen. Ja. Stimmt, zuletzt haben wir gewalzt. Es müsste also gehen. Müsste also eigentlich gehen. Das Punkt A. Stopp. Reicht. Play the game. Mal gucken, ob es dunkel wird. Ja. Perfekt. Fertig. So. Tiere. Glücklich, glücklich. Ja, gut. Glücklich. Glücklich. Aha. Also Gras. Als erstes brauche ich aber Mist. Wo ist er denn? Hier. So. Erst Mist, dann Gras. Den Rest davon schütte ich in die BGA. So. Stop. Rein. Danke.
Wow. Da geht ja viel in die BGA. Stopp. So. Süß. Und einmal kurz zur BGA. Dann sind wir mit Mist durch. Und dann gibt es auch Gras. Na, klappt auch alle wunderbar heute. Keine großen Probleme. Kein Johnny, der irgendwo blind irgendwo gegenfährt und ich dann wieder retten muss. So gefällt es mir. Da muss ich bloß noch warten, bis die Silage hier fertig ist. Damit ich meine Dings machen kann. Was ist die Silage? 13%. Das Zeug hier hinten hat 15%. Okay. So. Ich hätte jetzt bitte gerne einmal Gras. Da war's. Das Gras. Arbeit beendet. Alles klar. Bitte einmal nach Hause. So. Oh, ich glaube, ich sollte die Wolle nochmal absammeln, weil über Monatswechsel immer wieder voll wird. Das heißt, ich brauche den Trecker. Wo ist mein Hofhund? Den brauche ich dafür. Da ist er. Nee, das ist er nicht. Das ist er. Ach so, mein Hofhund bringt mir ja gar nichts, weil ich ja gar keine Strohballen mehr habe. Oh doch, ich habe Strohballen. Ich habe Strohballen. Und zwar hatte ich hier doch mal Stroh drinne gehabt, oder? Stroh, da ist es. Also. Stroh. Okay. Warte mal. Einen 11.000 Liter Ballen kriege ich daraus? Wow. Quaderballen geben bis 8.000 Liter. Okay, ich nehme mal 11.000 Liter Ballen. Einer.
Das sind 11.000 Liter. Sieht ja kompakt aus. Wenn das 11.000 Liter sind, mein Freund. Ja, gib mir mal noch einen. So. Und jetzt bringen wir 22.000 Liter Stroh. Das ist eine ganze Ural-Ladung voll. Ich meine 22.000 Liter. Das war natürlich klar. So. 22.000 Liter, das passt, glaube ich, komplett in den Ural rein. Na. Hopp. Absetzen, rückwärts. Genau. Hier sind jetzt noch 10.000 Liter drin statt 11.000. Und der ist noch voll. Alles klar. Hat funktioniert. Gut. Nein. Ja. So. Damit sind die Schweine glücklich. Damit sind eigentlich alle glücklich. Mist haben wir verteilt. Ja, Saatgut machen wir nächstes Mal. Apropos, da muss aber meine Saatgutmaschine hier lau... Oh, alles klar. Die muss ich noch abholen. Wo ist mein Ural? Der steht doch hier um die Ecke, wa? Bin ich doof? So ein Ural? Nein. Da, da ist er. Okay. Ich hole das Saatgut ab. Schaffe es ins Hauptlager. Und in der nächsten Folge werden wir dann ganz schnell noch düngen. Und dann geht's in den nächsten Monat. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.